in Teams spielen oder jeder für sich? Was wäre dir lieber? Also ich bin nicht gut in dem Spiel. Es kommt ein bisschen drauf an, wie krass du in dem Spiel bist. Wenn du super krass bist, dann machst du mich wahrscheinlich dem Erdboden gleich, was auch okay ist. So. Aber ich bin nicht so krass in dem Spiel. Ich war am Anfang scheiße und habe dann gespielt, bis ich sehr gut war, glaube ich. Das heißt, wir können auch gerne mal, also heute ist ja eher Testlauf, wir können auch gerne einfach Team gegen zwei KIs machen. Dann lass uns damit beginnen. Ich bin ein bisschen verunsichert, also mein Selbstbewusstsein, was Strategiespiele angeht, wurde tatsächlich extrem attackiert. Dann passt das. Ja, und die anderen sind Team 2. Jawohl. Ich bin Team 1, oder? Bin ich Team 1? Nee, ich bin Nummer 2. Ach, so viel zur wahren gemeinsamen Zusammenarbeit. Plötzlich wäre ich da gegen drei Feinde allein gestanden. Du musst starten, oder muss ich noch was drücken? Nee, ich muss starten. Okay, perfekt. Dann. Du bist die Wüste, der Rest findet sich. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Wird gesagt, ihr spielt im Team, ihr müsst also nicht wie immer im Ränkespiel anfangen. Ja, eigentlich bin ich gar nicht so gut. Wie mein Chat hier uns direkt durchschaut. Ich kann das Spiel wirklich nicht. Also ich bin, was diese Art von Strategiespielen angeht, ich liebe sie, aber ich habe nicht so richtigen Durchblick darüber. Muss ich mit Einheiten in die Gebiete reinlaufen, damit ich die einnehmen kann? Ja. Okay, dann habe ich das aus Gefühl heraus richtig gemacht. Ach, das sind Esel. Ja, das ist alles ein bisschen unzivilisiert bei den Fremen. Hä? Was ist unzivilisiert? Ja, Esel, also ich meine. Das sind ja nicht meine Esel, die stehen da daneben. Das ist so eine neutrale Fraktion, mit der ich interagieren kann. Dafür kann ich nichts. Aber du hast auch Esel, muss man ja schon nochmal so sagen. Ja, aber irgendwann später. In erster Linie kann ich mit den Würmern reisen, das ist das Wichtigste. So, ich gehe jetzt gnadenlos Dörfer plündern. Ach, das sollte ich auch mit den Nachbarn machen, ne? Ja, es ist immer lohnenswert, andere Leute auszuplündern in diesem Spiel, tatsächlich. Man könnte fast sagen, dass neutrale Dörfer eigentlich nur existieren, um ausgeplündert zu werden von sag ich mal, Menschen wie dir. Mächten. Ja, Menschen wie mir. Moment, also hast du nicht gestern, liebe Leute, kam was raus in unserem gemeinsamen Offstream Northgard-Spiel. Und zwar, dass bei allem, wie ich als der böse Sklaventreiber dastand letztes Mal, hat Pia auf einmal so, ja, also das war ja immer meine Hauptfraktion, der Sklavenclan. Mit dem bin ich am besten. Also die noble Shurioka in Wirklichkeit auch der Sklaverei 100% zugetan eigentlich. Gar keine moralischen Problemchen damit. Wie kommst du auf die Idee, dass ich nobel bin? Ja, das frage ich mich dann auch irgendwann, ja. Das ist eine gute Frage, ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst. Du bist auch der Einzige, der das sagt. In meinem Chat sagt das auch niemand. Ja, dann, sorry. Maurice, ich glaube, wir werden nochmal neu starten müssen. Was ist passiert? Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich nicht jetzt schon von neutralen Völkern rasiert werde, weil ich da am Anfang einfach so ein bisschen Mist gebaut habe. Ach was? Und das mit den Ressourcen ein bisschen braucht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen so wie du gestern bei Northgard. Was soll das denn heißen? Ich war makellos gestern bei Northgard. Makellos der Letzte, ja. Perfektes Gameplay. Also so gutes Gameplay hat lange niemand mehr gesehen. Ja. Halt, wenn wir hier sind, würden wir die alle noch schnell kommen. Nein, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du so viel Unterstützung bekommst. Guter Content soll unterstützt werden. Deswegen alles richtig gemacht, Chat. Verdammt, jetzt sterben hier gerade bei einer Plünderung meine Leute. Lauft! Egal, wir haben das Gold, wir können sie alle ersetzen. Ich habe eine Verständnisfrage. Jawohl. Ich habe oben links quasi ein Symbol für diesen Spice-Regler, ne? Mhm. Und der Spice-Regler sagt ja immer, wie viel ich direkt verkaufe und wie viel ich einlagere, oder? Ja. Weil das danach geht, wie der Markt gerade steht. Genau. Was ist denn gut? Du musst nur, also je mehr du nicht einlagern musst, desto besser, weil dafür kriegst du ja Gold. Das Einlagern sollst du immer so machen, dass du gerade so viel einlagerst, dass du diese Steuer immer bezahlen kannst. Wo sehe ich die Steuer? Die ist oben rechts daneben, siehst du, wann die kommt und wie viel es wird. Beim Spice-Bericht? Genau, wenn du im Spice-Bericht gehst, siehst du, wann sie kommt und wie viel du nach aktuellem Stand wohl haben wirst. Und damit kannst du dann ganz gut einschätzen, okay, bin ich gut dabei? Sollte ich den Regler hochstellen? Oder sollte ich mehr einlagern, weil ich sonst die Steuer nicht zahlen kann? Und wenn du die Steuer oft genug nicht zahlen kannst, dann schickt der Imperator seine Leute vorbei und haut dir auf die Fresse.
Und das, was die Steuer ist, sind diese sechs, also derzeit erwartete Bestände für nächste Steuer. Genau, und da siehst du daneben, oben siehst du die Forderung, kaiserliche Bestechungsgelderforderung und wie viel du erwartet hast. Ach, Bestechungsgeld ist die Forderung, die ich kriege. Genau. Ja, die heißt bei den Fremen Bestechungsgeld. Genau, die heißt bei jedem Volk anders, weil du zahlst ja als Freme keine Steuer. Dass das. Das heißt, ich kann ja alles verkaufen, weil ich habe mein Lager schon voll. Ja, dann. Das heißt, ich baller jetzt richtig rein. Dann habe ich ja richtig viel Geld plötzlich. Aber ich muss auch sagen, dass ich. Also, ich war ja gestern wieder auf der Ranch. Mhm. Und ich muss schon sagen, dass der Körper so ein bisschen Brain Memory hat, was sowas angeht. Also, ich war schon ein bisschen nervöser gestern in der direkten Umgebung zu den Pferden, als ich es zum Beispiel letzte Woche war. Also ich habe es schon gemerkt, dass mein Körper gesagt hat so, hey, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir waren letzte Woche in der Notaufnahme wegen so einem. Total. So, ja. Das ist schon, also ich hoffe wirklich sehr, dass sich das wieder komplett weggeht. Ja, du musst jetzt einfach wieder ein paar positive Erinnerungen sammeln auf der Ranch, die das dann wieder überschreiten. Ja, wird schon klappen. So, ich habe noch eine Stadt eingenommen. Ich glaube, ich bin jetzt doch back in game, tatsächlich. Sehr gut. Ich habe ja so ein Gebiet eingenommen mit einer Energiequelle, wo ich so eine Brennstoffzellenfabrik bauen kann. Und ich kann Zeremoniehöhlen bauen. Was macht das? Weiß ich auch nicht mehr. Ich habe die Fremen zwar schon mal gespielt, aber das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Plus 5% Kraft für Einheiten, aber minus 5% Produktion von Spice. Also man will eigentlich immer mehr Spice. Ja, aber ist, auch mehr Stärke. Ui, ich glaube, ich habe mir hier vielleicht ein bisschen zu starken Nachbarn ausgesucht, den ich da gerade plündere. Ja, man muss schon immer nur auf die ganz Schwachen. Das ist schon die oberste Regel des Plünderns. Wenn der andere das Potenzial hat, sich zu wehren, dann ist es das falsche Ziel. Weisheiten mit Maurice. Ich bin hier an der Map-Grenze, ne? Ich glaube, weiter nach rechts geht's bei mir nicht mehr. Da ist auch der Nordpol. Hier haben wir was geplündert. Nur keine Truppen verlieren, das ist wichtig. Ich nehme hier gerade alles ein, einfach. Ach, wir haben schon wieder eine Landsratabstimmung, ne? Ja. Unterstütz mal der Solari-Dingsterbumster. Oh ja, das ist eine gute Idee. Und ich würde da einmal jetzt die Haus Hakonnen auch auswählen, weil das andere lief quasi jetzt gegen die Altridis. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir das abwechseln, dass quasi die Hakonnen und die Altridis absichtlich gemobbt werden. Also abwechselnd gemobbt werden. Ja, aber ich glaube, die beiden sind jetzt gerade gar nicht so relevant. Ja, aber wir müssen ja sowieso was abstimmen. Also du hast ja sowieso eine Stimme. Nee, ich nicht. Ich habe tatsächlich standardmäßig gar keine Stimme. Ach, du hast gar keine Stimme. Ich kann Einfluss reinsetzen, dann kann ich, aber das ist auch immer eine Ressource, die ich dann verbrauche. Ach, das ist ja scheiße. Ja. Ja, das heißt scheiße, da kommt man schon klar, so. Ah ja, ich wollte jetzt nicht zu nahe treten damit. Die Schmuggler sind ein gutes Volk und nur weil wir nicht so fancy sind wie die da oben. Was ist das? Das ist Talesk, Einheimische. Handelt Wasser gegen eine Autoritätsproduktion. Ist das gut? Bestimmt. Autorität klingt nach etwas, was ich haben möchte. What? Alter, da ging das schnell. Alter, wie hätte ich da denn drauf reagieren sollen? Das war ja sofort weg. Wir standen direkt neben dem Dorf. Wie hätte ich das denn machen sollen? Okay, das war ein bisschen krass. Da kannst du ja nicht, also gerade im Multiplayer müssen sie da, finde ich, ein bisschen dran schrauben, wo du ja auf normaler Geschwindigkeit spielst. Wie hätte man passiert? Da denn drauf reagieren Hast du den sollen? Weber gemacht? Gar nicht. Aber? Jetzt holen sie hier die. Da war halt ein Wurm und es war unfair und das Spiel ist gemein zu mir und ich will meinen Anwalt sprechen. Ich glaube, es gibt keinen Anwalt in diesem Spiel. Alter, es war richtig knapp, dass das geklappt hat, ey. Oh nein, hört auf, so nah zu kommen. Ich mag das nicht. Respektiert meine Grenzen, meine imaginären Landgrenzen, die definitiv nicht so nah hier sind. Ich habe auch so viel Arbeitskraft plötzlich. What the fuck? Ich hatte dazwischen so Probleme mit Arbeitskraft und jetzt rastet's komplett aus. Ja, da hast du das Problem offensichtlich gelöst. Das ist doch auch gut. Ja, aber was brauche ich denn noch dann? Was baue ich denn überhaupt noch für Gebäude? Forschung kann noch nie schaden, wenn du sonst alles hast. Nächstes holen Forschung. Dieses Gebiet hier. Ernte aufgerüstet. Ja, bin ich stückchenweise dabei, aber jetzt ist das hier wieder ready geworden. Oh, Maurice, ich werde sterben. Nein, warum? Oh, guck doch mal, was hier auf mich zukommt. Wo? Unten im Süden. Ach, die Hakonnen da unten. Oh,
Gut, aber ich kann sie ja bei mir dann angreifen. Reduziert die Kraft gegnerischer Einheiten und die Geschwindigkeit in der Region für 2 Tage. Viel Spaß. Was heißt, der reicht in 100 Jahren nicht? Ich bin RIP. Ich bin sowas von RIP. Ach, und die kommen hier auf der Seite auch noch. Ich greife sie jetzt mal an. Vielleicht lenkt es sie an. Oh, das da, I doubt it. Oh mein Gott. Ach, da sind die Atreides auch noch. Oh, okay, krass. Da komme ich gar nicht hin, dass ich dir da wirklich sinnvoll Support geben kann. Weil ich kann ja nur zu meinen Sachen mich teleportieren. Alles gut, alles gut. Aber ich greife jetzt mal die Harkonnen an. Mal gucken, ob sie das... Das untere Gebiet werde ich auf jeden Fall verlieren. Das werde ich nicht halten können. Das werde ich in 100 Jahren nicht halten können. Also es gibt halt so Kommentare, bei denen ich weiß, dass sie nicht böse gemeint sind. Aber bei denen ich mich immer so ein bisschen frage, was so jetzt die erwartete Reaktion auf so eine Aussage ist. So. Du klingst echt fertig. Hm. Danke, I guess. Komm hier aber nicht. Treffen die jetzt wieder hier an, oder was? Ich glaube, hier sind wir in Position. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr müsst danach dieses Dorf retten. Wir müssen aufpassen. Wurm. Ein bisschen. Wurm. Die Atreides wollen Gewerkschaft der Wasserverkäufer. Bin ich eigentlich kein Fan davon. Ich habe endlich den Punkt erreicht, an dem ich neue Klopfer produziere. Das ist mega viel wert. Das ist sehr praktisch, ja. Aber mir fehlt Geld, um meine Steuern zu bezahlen dieses Mal. Kannst du noch mehr einnehmen? Also indem du mehr einlagerst? Nee, das Problem ist, dass mir unten eine ganz wichtige Splice-Farm abgenommen wurde. Ah. Und das fehlt mir jetzt. Und ich versuche jetzt wieder runterzureisen. Ich meine, ich bin super mobil mit meinen Würmern. Das ist super geil. Ich reise da jetzt einfach wieder runter. Aber ich wurde gerade in meiner Hauptstadt auch angegriffen und musste wieder hochreisen, statt das zurückzuholen. Ich würde ja mehr einlagern, wenn ich könnte. Aber ich habe halt... Ich werde schon wieder von denen angegriffen. Also wie viel Armee können die denn nachschicken? Die produzieren ja einfach unendlich viel Armee. Der schickt mir immer mehr Leute darunter, ohne Grenzen. Und ich krieg gar nicht so viele gebaut in der Zeit. Ja, bei mir so, alter Schwede, ey. Ich habe jetzt auch gerade mein Maximum an Militär erreicht. Ich muss das mal erhöhen. Ich kann halt meine Steuern nicht zahlen, wenn ich in dem Ausmaß Armee baue, wie die das bauen. Also, außerdem haben die so ultra, die haben halt schwere Schützen. Sowas kann ich gar nicht bauen. Ja, die Harkonnen sind bei mir auch... wirklich fies am Start. Interessant. Oh Gott, es werden immer mehr. Oh, wie soll das alles funktionieren? Ich frage es mich auch, Pia. Wie soll das alles funktionieren? Es ist nicht optimal. Was heißt hier nicht optimal? Es ist furchtbar. Ich komme leider auch gar nicht nah genug ran. Meine Elite-Truppen auch nicht so geil sind wie ihre. Alter, ich werde hier komplett massakriert von diesen Harkonnen-Elite-Einheiten. Die sind sehr auf Militär gegangen. Jetzt kommt auch der Wurm wieder. Lauft, Leute. Ich habe auch Wurm. Also ich glaube, wenn wir nochmal neu starten, also nicht jetzt, ich meine so generell, wenn wir verloren haben, also werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, dann würde ich bei der nächsten Runde wesentlich besser rasieren. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so richtig durchblickt, wie meine Fraktion funktioniert. Sehr gut. Aber es ist ein bisschen zu spät. Ja, nee, also neue Partie kriegen wir heute nicht mehr hin, glaube ich. Und ja, ich war ja eigentlich ganz okay dabei. Ich habe tatsächlich einfach ein bisschen, also ich war am Anfang relativ zufrieden auch, wie alles lief. So wirtschaftlich war ich dabei und so. Aber ich glaube, ich hole jetzt den Militärnachteil gegen die Harkonnen schlichtweg nicht mehr auf. Was ich natürlich aber noch probieren kann. Alter, ich krieg die nicht. Das ist ja auch ein Weg zum Sieg. Ich krieg die nicht tot. Nein, wir machen das nächstes Mal einfach wieder auf dem Schwierigkeitsgrad. Ja, nee, das geht ja auch alles. Und dann rasieren. Oh mein Gott, die sind da oben auch. Aber da oben wurden sie gerade in ihre Schranken gewiesen. Da wurde ihnen gerade erklärt, dass das die falsche Richtung ist. Also wie gesagt, eigentlich, das ist auch alles noch nicht wirklich verloren. Es ist aber schwer aufzuholen, weil die KI sich halt Schritt für Schritt hier Regionen snacken kann. Das größere Problem, das ich eher habe, ist, dass die einfach gefühlt unendlich Einheiten produzieren. So, ich gewinne gegen sie einheitentechnisch und bevor ich überhaupt eine Chance hatte, mich wieder aufzubauen, schickt er mir plötzlich nochmal gleich viele Einheiten, wie er schon hatte und ich weiß nicht, woher die kommen. So. Ja,
Das ist eher das, was ich sehe, wo ich mir denke, ich gewinne das, ich gewinne das. Ich hätte ja das Gebiet unten fast wieder zurückgeholt. Und dann kamen so zwei Flugtransporter und plötzlich war das Vierfache an der Armee da. Und dann ist so, okay, gut, I guess no. Richtig, richtig. Das ist schon echt heftig. Ich werde es drauf gehen, den Harkonnen-Typ per Attentat zu ermorden. Das klingt nach Maurice. Da war ich noch einen Agenten für. Da sind wir auch auf dem Weg dahin. Und dann soll der halt verrecken, so quasi. Das ist mit dem Sandrum so geil, weil du einfach dich direkt in die Stadt teleportierst. Das heißt, ihre Geschütze sind quasi nutzlos. Weil du quasi schon im Haus, also neben der Stadt spawnst und die Geschütze können einfach nichts mehr machen. Nur die Geschütze vom Nachbarsgebiet sind da jetzt ein bisschen nervig. Ah, da hatte ich hier noch Miliz dann auch zurückgegeben, ey. Wir haben zumindest die Kaserne gebaut, die unseren Einheiten 30% mehr Leben gewährt. Das ist schon mal... Ach, mein Internet macht schon wieder Probleme. Oh no! Ja, hatte ich heute in der Früh auch schon eine Stunde, dass einfach alles geleckt hat und es leckt leider schon wieder. Ja, ich kann da leider nichts machen, Leute. Es gibt in Berlin leider bei der Telekom heute Störungen. Ach so, Blödsinn. Es ist Kalle. Das will ich noch probieren. Wenn wir eine Fraktion ermordet kriegen... Ey, ich krieg gar nichts mehr hin. Also ich warte gerade drauf, dass ich sterbe. Ich habe 3 Fraktionen, die mich konstant angreifen. Ich verliere jetzt das nächste Gebiet und ich krieg auch nicht mehr genug Geld, um drauf zu reagieren. Also ich kann wirklich nichts mehr machen. Ich bin dead. Dead, leider. Wenn du willst, können wir es auch beenden an der Stelle dann. Ja. Ich glaube auch, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Nee, ich werde halt immer mehr eingeengt so. Und jetzt nehmen sie mir da oben noch ein unfassbar wichtiges Wirtschaftsgebiet weg. Und die belagern mich halt komplett. Und da kommen auch diese schwarzen Einheiten. Die kommen halt auch konstant und quasi greifen mich an. Und es ist, also ich kann nichts machen. Ja, jetzt kommen sie mir auch wieder an hier. Ich kann nicht, ich schicke die ganze Zeit da Einheiten rein und sie sterben einfach instant wieder. Und meine Wirtschaft wird immer schwächer. Also ich komme nicht gegen an, leider. Aber ist die KI nun besser? Sieht nach einer richtigen Challenge aus. Also wir haben jetzt auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad gestartet und die KI war verbündet. Und ich habe am Anfang ziemlich hart reingeschissen. Aber all in all... würde ich sagen, es ist eine ordentliche Challenge. Also die spielt nicht schlecht, die KI, muss man wirklich sagen. Die verteidigt ihre Gebiete gut, die greift fies an, die nutzt auch verschiedene Optionen gegen dich. Also sie nutzt halt auch diese Geheimoperationen und sowas. Ja. Die weiß schon, was sie tut. Du kannst es im Vor wie vor. Dankeschön, also Frosty, fürs Verschenken. Dankeschön. Fand ich dann im letzten Patch, sobald du es mal raus hattest, vergleichsweise dann sogar einfach zu gewinnen. Aber sie ist jetzt angeblich auch nochmal besser geworden. Es ist schwer einzuschätzen, weil halt ein 2v2 auch nochmal eine ganz andere Konstellation ist. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie sie jetzt besser geworden ist oder nicht. Aber sie hat jetzt gut gespielt. Und ich habe tatsächlich auch, ich habe den Fehler gemacht, dass ich wirklich zu spät gemerkt habe, okay, Harkonnen sind bei mir das Problem. Ich muss wirklich gut auf Militär gehen. Ja. Und ich hatte eigentlich eine starke Wirtschaft und ein großes Gebiet und hätte mich dem eigentlich widersetzen können und hab's dann nicht ganz kapiert. Persönlich, die eine Sache, die ich wirklich für Multiplayer schwierig finde, ist, dass sie wohl die Würmer, glaube ich, sogar noch mal gefährlicher gemacht haben und schneller. Und im Multiplayer, wo du halt ja eigentlich nicht ständig irgendwie pausieren willst oder so, hab ich den Eindruck, also manchmal hat man sogar gesehen, dass sogar ein Sammler halt einfach weggefressen wird, bevor die automatische Rückrufung funktionieren kann. Das ist irgendwie ein bisschen sonderbar, habe ich den Eindruck. Es ist eine gute Herausforderung auf jeden Fall. Kriegst du die da ein bisschen rausgezogen aus deinem Dorf? Ich glaube nicht, da sind keine Einheiten mehr. Meine Armee ist tatsächlich... Ich versuche mal, sie zu locken mit diesem tapferen... Also ich komme unter ihnen quasi. Unter ihnen raus, gleich mit dem Wurm. Ich schick mal einen tapferen Krieger hin. Oh, ich glaube, er kommt nicht rechtzeitig. Ich weiß nicht, ob die unteren nah genug dran sind. Aber die haben sich gerade noch einen Schritt bewegt, leider. Nee, die werden nicht gefressen. Ich glaube, der frisst nicht. Nee. Der hat ja gar nicht mal irgendwie... Die Frage ist, frisst er, wenn ich sie da rein, also wenn ich quasi daneben stehe, aber dann kann ich nicht, dann sind sie im Kampf. Mhm. Ja, wobei, sie müssen nicht zwangsweise im Kampf sein, aber das sind auch so krasse Einheiten, diese roten Schildeinheiten, ne? Die sind wirklich, die haben mich richtig. Ich habe die nicht tot bekommen. Ja, die haben auch 8 Rüstungen. 10. Da brauchst du halt diese Sprengeinheiten, um das zu reduzieren, aber die haben mich tatsächlich auch komplett fertig gemacht. Die hat er, glaube ich, auch halt ziemlich aufgerüstet. Also der ist offensichtlich ja auf... Die Harkonnen-Truppen wurden auch überarbeitet.
Damit sie noch ekelhafter sind? Als vorher, ja. Ich weiß nicht, ob sie geschwächt oder gestärkt wurden. Sie haben das gar nicht gesagt. Aber die haben mich auch total... Ich habe so einen Kampf gehabt, wo ich dachte, ah, wir sind ja ungefähr gleichwertig. Und dann habe ich einfach komplett meine Armee verloren dagegen. Das war richtig hart. Ja, das hatte ich dazwischen auch. Aber gut, ich gehe da jetzt raus. Das wird deprimierend. Die nehmen mir jetzt das nächste Gebiet ab. Und ich möchte wir reden da nicht mehr drüber. Das ist quasi nicht passiert. Vielleicht übe ich heimlich bis nächste Woche. Es ist jetzt nicht mehr heimlich, ne? Ist schon, glaube ich, ganz gut, dass du die Fremen spielst, Heimlichkeit nicht so ist. Ich als Schmuggler werde euch nicht sagen, ob ich noch üben werde oder nicht. Jetzt machst du einen auf heimlich, na gut. Ja, vielleicht auch nicht. Niemand kann es sagen. Es ist ein Mysterium, Leute. Es ist ein komplettes Mysterium.